Hallo und herzlich willkommen bei Nano Promo Blog. Heute erfahrt ihr, wie es bei uns mit dem TÜV weitergeht. Also, bleibt dran! Wir hatten, nachdem unser Wohnmobil jetzt 3 Jahre alt war, einen Termin beim TÜV Hessen gemacht für die Hauptuntersuchung und die Abgasuntersuchung. Das Personal war freundlich, die TÜV-Prüfung ging problemlos, doch dann der Schreck. Der Motor verliert Öl, und zwar oben, nicht unten an der Wanne, wo schon mal repariert wurde. Und das war laut TÜV-Prüfer ein erheblicher Mangel, der, und jetzt kam es noch schlimmer, dazu geführt hat, dass uns im Prinzip die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug entzogen wurde, denn laut TÜV-Bericht durften wir damit nicht mehr fahren. Das heißt, zur Werkstatt und zum TÜV okay, aber sonst konnten wir unseren Nanook nicht mehr benutzen. 1 Monat Zeit hatten wir für die Nachprüfung und wir hatten die Gelegenheit genutzt, da wir ohnehin einen Termin bei der Erwin Humer World für die Dichtigkeitsprüfung hatten, dort gleich mal nach dem Motor schauen zu lassen, was dankenswerterweise auch an dem Tag ging. Einen Tag lang waren die Mechaniker beschäftigt, Motor gereinigt, geprüft, getestet, Motor gereinigt, geprüft, getestet, nochmal gereinigt. Und das Ergebnis von den ganzen Untersuchungen war nichts. Der Motor verliert kein Öl, zumindest nicht über das, was ein 3 Jahre alter Motor ohnehin ab und zu mal draußen an Öl hat am Motor, wenn er 3 Jahre lang in Betrieb ist. Gut, ist wie es ist. Wir waren heute zur Nachprüfung. Die hat dann auch ganze sage und schreibe 2 Minuten gedauert mit reinfahren, prüfen und wieder rausfahren. Ergebnis, der Motor ist sauber, kann also nichts mehr sein. Ja, Plakette haben wir bekommen, TÜV für die nächsten 2 Jahre. Und die nächste TÜV-Prüfung, die wird beim Wohnmobilhändler stattfinden und nicht mehr beim TÜV Hessen. Euch danke fürs Zuschauen bei diesem kurzen Video. Fahrt vorsichtig. Wenn euch der Film gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und ja, gute Fahrt. Bis bald. Ciao.